arbeite seit 2002 hier bei Kegro, bin hier angefangen als Leiharbeiter und bin mittlerweile Abteilungsleiter für massive Türen hier in dieser Fabrik. Den Tipp habe ich bekommen einfach von einem guten Kumpel, dass Kegro über ein Leiharbeiterbüro noch Mitarbeiter sucht. Und dann habe ich mich auch direkt mal hier vorgestellt und das hat auch super geklappt. Das ist mittlerweile auch schon ein paar Jährchen her. Ja, aber ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Alle Ängste wurden mir auch schon direkt genommen, was die Sprache betrifft. Ich habe die niederländische Sprache in den 16 Jahren oder auch länger super in den Griff bekommen. Ich spreche die Sprache, schreibe die Sprache. Natürlich nicht perfekt, aber es reicht dicke, um hier zurechtzukommen. Ich kann es jedem empfehlen, sich mal zu informieren, ob es nicht eine gute Alternative ist, um in den Niederlanden zu arbeiten. Es gibt unglaublich viele deutsche Mitarbeiter. Ja, wir haben allein auf meiner Abteilung, das sind locker 10 Stück von 15. Kulturelle Unterschiede gibt es natürlich. Es ist nicht gravierend, was Feiertage betrifft. Natürlich sind wir in den Niederlanden hier nicht so gut ausgestattet, wie es in Deutschland ist. Dann hat man natürlich mal öfter frei. Ne? Weihnachten wird hier nicht so groß gefeiert. Dafür gibt es Sinterklaas. Das ist dann wieder so angesehen wie bei uns in Deutschland der Heilige Abend. Der Vorname wird hier eigentlich schon direkt am ersten Tag angeboten. Das sind so Feinheiten, aber im Großen und Ganzen ist das alles gleich. Für Leute, die sich dafür interessieren, hier in den Niederlanden zu arbeiten, kann ich nur wärmstens ans Herz legen, sich doch vorher zu informieren. Was das Steuerrecht betrifft, was die Krankenkasse betrifft, was das Rentensystem betrifft. Aber große Hürden sind es eigentlich nicht.